Guten Abend. Gottes Segen und Gottes Gnade wünschen jeder einem, der gekommen ist und auch die erste Abendstunde hier in dieser Stadt. Wir sind nun all eine gute Wärze, wie hier in Bolivien, haben uns einen Schein abgewärmt. Und werden auch gesehen in der ersten Stadt in Santa Rosita. Wir werden auch da sehr dankbar, dass Gott sich dort bekennen darf, dass wir die Versammlung dürfen, dort fehlen und können sich bekehren. Was mir sehr gefreut hat, auch sehr viel Tschinja kommen zum Glauben, dort sich bekehren deuten und Jesus annehmen deuten. Dafür sei wie Gott sehr dankbar. Ich danke auch Jünd für die Abnahme hier, für die Einladung, für die Teufeltrühen, dass wir Gott sein Wort hier wieder sein dürfen. Und wir reden damit, dass Gott an dieser Stelle reden wird, an dieser Welt. Ich möchte ganz herzlich reißen lassen von unserer Familie Thuis, Bruder Victor Kampen, ist ein Plotitscher. Aber sein Name ist Chanje nicht, Lemke Chanje auch nicht, aber wir sind Plotitsche. Und unsere Familie ist ihn ganz hörtlich reißen und die sind im Gebet für uns jeden Tag. Unsere Gemeinde ist ihn reißen, also wir sind eine Gemeinde, aber wir sind zwei Städten. Also heute kommt von der zweiten Städte, als sie von der ersten Städte. Und auch uns Anliegen ist aus der Gemeinde, dass wir ab diesem Ort können ihn auch die Leib Gottes wiedergeben, dass wir ab diesem Ort auch können mithalten, das Reich Gottes zu bühen. Wir sehen nicht anders als Mitarbeiter, der an Gott sind Reich. Und die Seelen allein kommen von Gott. Und damit reden wir auch in diese Versammlung. Das Wort, was uns mitgegeben wird, oder ein von den Wort, von der Bibelfarge, was uns mitgegeben wird, wird ein paar Gedanken hier sein, wie dann zu der Predigt für zwei Rangon im Psalm 28, wie mir sehr wichtig gab uns ein Ältester uns mit, der Herr gab das Wort. Wenn Gott sein Wort gibt, dann können wir nehmen. Wenn Gott sein Wort ans Klar macht, dann können wir richtig nehmen aus seiner Hand. In dem 15. Vers, das letzte Wort heute, da ward es helle, wo es dunkel war. Und wie viele von unseren Horten wird es dunkel, düster, durch die Sünde, durch eine Gedanken, durch unseren einen Will. Und Gott hat sein Wort gegeben. Und durch das Wort wird das Dach. Da, wo Jesus mit seinem Wort in uns Wort eintreten wird, da wird es ganz klar. Uns Gebet und uns Wunsch ist, dass Gott kriegt das auch. Und diese Dorf kann hier tun, dass wir das beleben können, dass er sein Wort geben wird. Und da, wo er sein Wort geben wird, da wird das Dach in unseren Horten. Euer Edfendog, in dem Bibelteitsko, will ich ganz kurz einmal sagen, weil Gott uns so geführt hat, vor 5 Jahren, denke ich, ich weiß nicht ganz genau, was für Männer das wäre, was wir hier wären, aber ich denke, auch an dieser Zeit ungefähr, ja. Dann, wie wir hier mit unseren Diakonen, bei der Rampe, sind 5 Jahre vergangen. Gott hat fehlt, verändert an dieser Zeit. Dort, was wir zweimal gedacht haben, dass das wird möglich sein, dass wir mit einmal nicht würden versammeln können haben in Deutschland. Dass wir mit einmal sein. Dann kommen die Mordsmonat 2020, dann heute mit einmal, wir dürfen nicht mehr versammeln haben. Und es ist so obvious, dass wir im Sinn und so obvious, wir haben Gast, wir haben von Kanada, die Bräuter wären da und wir wollen gerade versammeln morgen. Und so obvious sein, dann sind sie mit einmal, Papa, die schrieben von der Stadt, wie morgen soll keine versammeln sein. Sei sind ja nicht. Versammeln habe ich. Die können dann, was sie wollen, aber wo ich nicht werden, ihr habt die versammeln morgen. Und über die Nacht wird mir so, ja, ehrlich am Horten. Ich habe viel gebetet. Ich dachte bloß, was wird nicht wahr, Gott? Was wirst du tun? Wir haben eine große Versammlung. Wir haben ein bisschen Raterrühm, wie ich ein Geldfeuer 100 Mann hansaten. Und die wir ganz voll. Und ich wunder bloß, ich dachte, was tun die Menschen hier alle? Von wo kommen die alle? Und wir haben den Bruder Peter Obram Giesbrecht hier bei uns von Anteria. Vielleicht kann der Adler. Wir haben einen bei uns als Redner. Wir haben meist mit der Versammlung da und jetzt hat vorne mit einmal. Und wir haben jetzt vor zusammen und jetzt ist es dort. Wir haben so an, wir sollen vorne zusammen, wir sollen alle rüt gehen, wir sollen alle in Hüß gehen. Und der Bruder, der versagt hat dann noch ein bisschen Geduld, er sagt, wir wollen vorne, wir haben vorne, wir wollen aufschlüten, nein, wir sollen nicht zusammen. Nun her komme ich dahin, ja, die andere Versammlung, sie haben noch alle zu. Wir haben nicht hier nicht drehen, wir haben noch versammeln, dann kommen die noch eins, da werden wir bei uns zuvor. Und dann wartet mit einmal ganz ernst, dann müssen sie uns den deren Teil, dann können wir nicht mehr zur Versammlung gehen. Wir haben damit nicht gerechnet, dass so etwas wird möglich sein. Dann fängt eine lange Zeit an. Die erste Mal, glaube ich, wie wir gegönnt Männer, dass wir nicht dürfen versammeln haben. Und dann können wir da ganz
weitläufig sehen, bloß Familie weiß sehen. Und dann muss kommen die Masken. Ich weiß nicht, ob ihr Masken gedruckt haben hier in der Kolonie. Also wir müssen ab Versammeln mit Maske sehen. Wir kriegen vom Gesetz her, kriegen wir Besuch und werden nicht über den Nase holen, der muss 50 Dollar tun. Und die haben uns Geld teuer gesagt bei uns. Und wir haben versagt, wir haben gebetet. Aber einer sieht, wollen wir Gott sein Wort wieder sein, wir wollen Gott sein Rückbühen. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch das Bein und sein, wir kennen nicht mit gewollt. Und so wie wir immer waren im Kampf, das erste Jahr, wie wir so gesehen, bei uns war China krank, wir waren das geführt. Und das zweite Jahr, dass wir dann sehr schwer für uns. Ja, wir hatten eine Gemeinde sehr, sehr viele kranke Menschen. Wir haben viel ältere Geschwister, Bruder Peter Friesen ist bei uns gewesen, er wollte uns versammeln, ein bisschen anders wie das hier. Also wir haben viel alle Menschen bei uns. Und wir hatten in 2021, hatten wir vom September bis Dezember, hatten wir 15 Begräbnisse. Wir hatten 2-3 Begräbnisse in der Welt. Wir hatten ein paar Lieder starfen täglich. Der Bruder starf Sonntag, der Frühling starf Medwetsch. Wir hatten täglich Begräbnisse und haben noch nicht gehabt. Und das war eine sehr schwere Zeit. Wir haben eine ganze Reihe Brüder. Wir sind richtig gesehen mit Brüdern. Aber auf einem Begräbnis stand ich ganz allein im Begräbnis deins. Alle Brüder waren krank, da war nicht ein Bruder, der konnte im Begräbnis kommen. Das haben wir noch nicht belebt. Das waren Erlebnisse, wo wir sehen, Gott, was weißt du mit uns? Wir sollen wir wieder schaffen? Gott wollte, wir haben seine Gemeinde bietet. Er lässt uns diese Schule gehen, wo wir ganz aufhängig von ihm sind. Er lässt uns dort erkennen, wenn er der Teil machen wird, dann schauen wir den Kreis, was wir wollen, dann ist der Teil. Und dann schauen wir nicht mehr ändern. Und wenn er uns Leben einmal beenden wird, dann ist uns Leben aufgerannt. Dann schauen wir nicht mehr ändern. Wir sind Gott sehr dankbar, dass Gott dann war eine andere Zeit, wo wir dann dürfen früh versammeln haben. Nun ist jetzt war alles erst wieder gewandt werden. Und wir sind auch sehr dankbar, haben sich frisch Adli bezieht. Wir hatten das ja Tauffest, wo sich Adli Geschwister taufen leuten. Und so dort wir versägen auch wieder mit Gott seine Not zu bühen. Unsere Familie ist auch ein bisschen rater geworden. Wir haben nun Saas befriedet. Wir haben nun 13 Grötchen. An dieser Welt soll das 14. kommen. Wir vertrauen Gott, was die Not geben. Wir haben aber noch 3 jugendliche Tüs. Und durch die Not Gottes dürfen unsere Kinder auch alle im Glauben sein. Wir hatten ein Jahr als Familie auch ein ziemlich schweres Jahr. Vielleicht haben alle von Jünger mitgetragen. Wir haben heute gesagt, die hatten ein Gebet für uns, dass unsere Tochter so freilegt wird. Als wir in Evangelisationsdienst in Mexiko, in einer Nacht rief meine Frau an, sei sie unsere Tochter erst vor ihr gelegt. Und ich kann mir das gar nicht gut feststellen, dass so was konnte passiert sein. Und die waren mit der Jugend in Österreich. In Österreich sind sehr viele Bäuer, sehr strommes Land, sehr stromme Jäger, aber sehr viele Bäuer. Und wären sie mit der Gruppe, wären sie mit dem Bicycle, wären sie hinterher gewesen. Und so wird das ganz letzte von der Gruppe irgendwo erst gekommen. Wir mit dem Bicycle so über den Kopf geschoben und mit dem Kopf auf den Gasnapper und sie wird aufgeschaut, die dachten erst so wie dort. Aber sie war dann kurz mit dem Helikopter, war sie kurz im Hospital gebracht und sie lag dann meist fünf Wert lag sie im Koma, wo sie immer nicht wissen, wo sie durchkommen oder wo sie sterben möchten. Aber dann haben sehr, sehr viele Geschwister gebetet, weil das gerade passiert, dass ich in Mexiko war, wie das dort in ihrer Gemeinde wurde bekannt, in Deutschland sowieso, unsere Geschwister haben viel gebetet. Und was für mich dann die letzte Anfechtung war, warum Gott so deut, wo wir doch in seinem Dienst stünden. Jetzt sehe dann, wir sind ja nicht verschwunden und es war hier vorne, und wir doch eigentlich, hat wir das bloß Gott gemeint, muss Gott doch bloß sehen gehen. Aber wie machen das erkennen? Gott hilft uns manchmal auch sehen, wenn es uns sehr schwer geht. Wir hatten nicht Angst, wenn sie sterben würde. Wir hatten nicht Angst, wenn sie würde mit einmal heimgehen. Weil sie essen kennt Gottes und sie hat Freudigkeit an dem Herrn. Aber das braucht ja eine Zeit, dass wir uns an Gott seine Hand einmal beten und sagen, ja, Vater, so als du wärst, so ist es schön. Als sie dann zu Hause kommen, dann sehen die Doktor bloß, das ist ein sehr großes Wunder. Er verstand es so verschlagen, er wird die ganze Knoten von der ganzen Reichte sie zurückgenommen. Sie sehen die Doktor bloß, wir wollten nicht, wo sie wird
ob sie was hängen können bewegen oder der Feucht oder wie sie was klar denken können. Das hat sehr lange gedauert, aber im Januar hat sie dann die letzte Operation, wo eine Platte neu gestellt wird, eine Plastikplatte ohne Sied. Und das ist auch gut geholt. Und von der Tag sind wir sehr, sehr dankbar. Sie ist ganz zu schlecht so weit geworden, sie kann weiter schaffen. Sie kann nicht kurz fahren, ihr Ugler schickt nicht richtig, aber sie ist eine Gemeinde im Dienst weiter. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für. Sie kann ganz klar denken, sie wollte ihre Entscheidungen und da sind wir sehr dankbar, dass Gott sie geholfen hat. Aber auch jünd, weil wir dankschön sein, wer da mitgebetet hat, wer uns mitgedrückt hat. Gott tät Wunder. Gott tät Wunder, sagt die Bibel, im Himmel und auf Erden. Das geratzte Wunder ist nicht, wenn ein Mensch durch einen Exzident durchkommt und am Leben bleibt. Das geratzte Wunder ist nicht, wenn ein Kind krebskrank ist und dann gesund wird. Das geratzte Wunder ist, dass der größte Gott im Himmel uns zu seinen Kindern machen wird. Verlorene, verdammenswerte Sünder nimmt Gott Rüt aus dem Sumpf und stellt ihn auf den Gnadenboden. Das ist das ganz geratzte Wunder, dass dem Glauben an Jesus Christus, da wir Leben mit Gott haben und wir dürfen zu Gott gehören. Gott hat sich über uns erbarmt in seine Leben. Das ist das geratzte Wunder. Gott will uns bei sich haben, eine Ewigkeit, wo wir seine Herrlichkeit worden sein, wo wir Jesus worden sein, wer es heute ist. Und dann noch einmal, da steht geschrieben, und dann, wo wir sind, so aus heute. Wir waren am Anschicken an sein Angesicht, in 1. Johannesbrief, im 3. Kapitel, sagt die Bibel, und wir waren am Gelitzen. Wir waren so sein, so aus heute. Dort ist das geratzte Wunder. Mit diesem Wunder, weil wir reden können, diese Abend versammeln, dass Gott sein Wort wird geben an alle unsere Horten, ist keiner ausgenommen. Wie alle, dort wird wir brücken, wie brücken Gott. Wir brücken sein Wort, wir brücken Jesus. Das ist keiner ausgenommen. Die kleinen Jungs hier und die älteren unter uns. Wie alle, wie brücken Gott. Wir wollen von da die erste Predigt haben in dem Lukas-Evangelium. Von Vers Kapitel 16 von 19 bis 31 wo ich lesen. Aber wenn ich diesen Aufschnitt lesen will, wir haben viele Bibelstellen gekriegt, und wenn wir denken, Matthäus Evangelium von 13 Kapitel, da geht es immer um Gelegnisse. Also ein Gelegnis ist, wo Jesus ein oder zwei jährliche Wahrheiten ans wichtig mehr machen. Ein Gelegnis ist nicht die ganze Lehre von dem Evangelium. Ein Gelegnis ist nicht die ganze Offenbarung über Gott. Das ist bloß immer ein paar Sieden, wie es Jesus dort. Aber von dort lesen wir nicht ein Gelegnis. Da steht nicht geschrieben, da trägt Gottes erst gelegt mit ihrem Wort. Da steht geschrieben, Jesus fängt an zu reden. Er sagt, dort wir ein Mann. Da wir ein richer Mann. Lukas 16, von 19, Bad 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlichen Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die von des reichen Tische fielen. Doch kamen die Hunde und leckten ihm seine Schweren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun aber wird er getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollten von hinnen hinabfahren zu euch könnten nicht und auch nicht von dannen zu uns herüberfahren. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen bezeuge, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören.
Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde. Was hier einmal das Wort Gottes. Also wir haben hier zwei Menschen, zwei Männer, was wir von doch so etwas betrachten wollen. Wenn wir beten, wenn wir da nur ütschicken, dass Gott uns die jesli Wahrheit offenbaren wird, was will er uns dort sagen? Es würde uns mitmachen, wenn wir das von doch mal so hören, dass wir erst den Rittenmann anschicken und zwar von beiden Sieden. Einmal von der Sied, solange er aus er ab Erden wir, und dann wird mit ihm passiert, aus er an Jane Sied wir, aus er in Ewigkeit nennen wir. Und dann werden wir dem armen Mann anschicken, was mit ihm wir, solange aus er hier ab Erden wir, und was mit ihm passiert, aus er in Ewigkeit nennen wir. Und dann werden wir uns die Frage stellen, worauf kommt das an und dienen in mein Leben? Also das dritte Mann, was hier geschrieben steht, Jesus erwähnt nicht seinen Namen. Jesus sagt nicht, an der Stadt oder ab der Stadt, da lebt ein richer Mann und der hat diesem in jenem Vernommenen hingenommen. Schaut mal, in dieser Welt ist jetzt so, wie wird wie zu das unerste Volk hier von uns wird hier nicht geredet. Aber wenn da große Männer sind, die da besonders Ansehen haben, da wird immer gesagt, weil sie heute, wo sie gelehrt haben, ein Professor oder ein Doktor oder ein Ingenieur oder noch irgendwo, also sie haben einen Titel und einen Nomen. Und alles, was in der Welt wird seienhaft, das will ein Nomen haben. Bei Gott ist es anders. Von diesem Mann habe ich keinen Nomen nicht. Interessant. Wir wollen danach zu reden kommen. Was von ihm hier gesagt wird, dass er ein sehr gutes Leben führen wird. Er hat von allem voll ab. Also die Bibel sagt hier, er hat ein großes Reichtum. Er hat nicht wie viel Geld, er hat nicht wie viel Land, wie viel Acker, er hat nicht wie viel Tiere, die er hat. Aber Gott sagt hier in seinem Wort, er hat ein großes Reichtum. Dort, was er hat, was er essen wird, alles, was er am wir, dass wir alles zu seinem Schein gehen. Also sind nicht Schleuder, dass wir sehr dir das Wort, was er anhat, sehr dir das Schleuder, was er an, in seinem Schein gehen, wie jeder Tag in diesem Reichtum, ja, ab Huditsch würde wir sagen, zu schwelgen. Also einfach in das Reichtum nennt zu geben, in jeder Tag immer mehr und mehr von das Reichtum zu haben, und damit sein Leben auch Geld zu machen. Wir können uns feststellen, dass das Mensch, das Mann, dass er viele Freunde gehabt hat. So ist es gewöhnlich in dieser Welt. Wir sehen das auch im Lukas im 15. Kapitel, also ein Kapitel vorher, da wir das sehen, von seinem Vater waschen und hat auch eine große Summe Geld mitgenommen. Und solange er das Geld hat, dann hat er ein Scheingunis in dieser Welt. Mit Fleischeslast, mit Augenlast. Und er hat auch viel Freunde an sich. Aber als das Geld ist allerjüngt, dann werden die Freunde mit einmal nicht mehr zu sein. Das reiche Mann wird jedenfalls viele Menschen gehört haben, wird am Geld zu Müll geredet haben, weil sie versprüchen sich alle irgendwo von seinem Reichtum. Und jeder einer, der mit einem Töpf wird, der versucht am Tag zu Müll zu reden und die Hoffnung, dass sie das nächste Mal weiter können an seinem Reichtum essen. Und dass sie weiter Erscheinungen können haben, die Zeit vertrieben, die dem Ofen verbringen mit ihm, mit was auch immer, was das gewasst wird sein. Hier steht geschrieben, er lebt alle Tage herrlich. Und er hat viele Anhänger, viele, die mit ihm die Gemeinschaft jieren haben. Aber dann steht von ihm geschrieben, er starb und er ward begruft. Wundert ihr das? Nein, weil sterben wollen wir alle. Ja? Ab dem letzten am 100 Jahr sind wir alle nicht mehr hier. Hier steht geschrieben, Jesus sagt, er starb und ward begruft. Der Tod, der bleibt nicht stehen für Reichtum, der bleibt auch nicht stehen für Unsein, der bleibt auch nicht stehen für einen goldenen Raub oder Geld oder Freunde. Der Tod, der kommt bei jeder einem. Bei Arm und Rich. Aber bei diesem Rücken wie irgendwas Besonderes. Weil Jesus sagt hier,
er starb und ward begruft. Ich kann mich vorstellen, dass das ein sehr großes Ort des Begräbnis wird gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass viele von weiten Leuten waren gekommen sind und waren auch viel Geld über ihm gesagt haben, dass er so viel hat an Emma Wader auch mit seinem Reichtum Geld Tiet geschenkt. Ich kann mir vorstellen. Und weil seine Familie reich war, der Eue hier, ward an auch Geld zur Mühle reich. In Deutschland wie mal ein Pastor, der sagt, nur nicht, wird mehr gelogen als ein Begräbnis. Also Ding gesagt, wird er eigentlich überhaupt nicht teiltreffen können, aber ab dem Ort versucht man dann nach dem, was da drin geblieben sind, zu trösten. Also das wie hier noch, was an dieser Seite passiert. Was wir aber mit Arm, die Bibel, die macht uns ein kleines bisschen der ob, dass wir dürfen das checken eine Ewigkeit nennen. Da steht geschrieben, hey, mögt die Augen ob eine Hall. Die Bibel, die wiest uns in Unterscheid zwischen der Todesreich, wo die Jahre abbewahrt worden, wo nie all eine Ewigkeit sind, wo verloren sind, aber dann auch zwischen der Hall, wo die ewige Verdammnis wird sein. In da steht, was hier genannt wird, nennt sich in dem griechischen Sheol, also der Aufenthalt der Ort, wo die Geister abbewahrt worden, wo da verloren sind. Interessant, dass die Bibel uns hier sagen wird, du hast keine Zeit zwischen. Hier steht geschrieben, er starb, er wird begruft, von der Begräbnis wird nicht gesagt, aber außer ich an der Totenreich ist, dann macht er die Augen auf. Was passiert mit ihm? Da steht geschrieben, er hat große Qual. Er wird gequält von Wut. Jesus sagt, ob einer steht, du stirbst warum nicht? Du hast ein Gejühl, sagt er, Geheul in den Zähneklappern. Das heißt, die ganze Qual, was du hast, dass der Mensch von Gott verschmitten ist. Das ist die letzte Qual. Die Bibel, die verlegt hat von dem brennenden Feuer, wo die Qualen sehr groß sind. Er macht die Augen auf, er schlug die Augen auf und das erste, was er sperrt, das wird diese Qual. Hei wir im Todesreich, hei wir in Hall. Was aber zu betätigen ist, wird auf jeden Fall noch nicht die Endstation ans Land erkennen, dass hei noch reden können zu Abraham. Und das wundert mich, weil wir haben keine Erklärung dafür. Wir machen das so stundenlang, als das hier ist. Wir können das nicht gerade deutlich machen. Aber hei sieht, dass da auch ein anderer Todesreich ist. Und hei kann reden. Er hat klaren Verstand, er hat sein Gefühl wie du und er hat eine Welt geholfen. Schaut mal, das ist ja das, was Gott uns nennen gelassen hat. Gott hat uns ein Geist gegeben, Gott hat uns mit uns eine Seele gemacht, wo er nicht sterben kann. Und wir haben den freien Willen gekriegt, dass wir uns für Gott entscheiden dürfen. Und das darf ich hier an diesem Mann sein, sehen will, wie auch da noch ganz klar. Er kann reden, er kann entscheiden, er kann an seinen Zustand nicht mehr ändern, aber sein Willen kann er sein. Er redet zu Abraham. Und er sprach zu Abraham, er sagt, hier in dieser Quelle liege ich nun, und kannst du einmal jemanden schicken, nämlich meine Brüder, dass die geworden wurden. Wann es auch nicht möglich ist, dass Lazarus nicht mehr kommen wird und meine Lippen einmal schallen wird mit seinen Fingerspitzen, wann dort nicht möglich ist, dann lud am Gonen, lud einem Gonen, trich, aber ihr, nicht mein Vater. Mein Vater hat fünf Sehns nach, ich habe noch fünf Brüder und die sollen nicht an diese Stadt kommen. Also sehen will wir, dass seine Brüder gerad können wollen. Was wird am für eine Antwort gegeben? Abraham sagte ihm, da wo du nun bist, da ist nichts mehr zu ändern. Lazarus kann nicht kommen, er kann ab deinen Betten nicht entgehen, er kann den Menschen nicht erfüllen, und er war dort erst zwischen uns und Jünd, es ist eine große Kluft, es ist ein großer Gruben befestigt, da kommt schon von Jünd Ebene uns und von uns Ebene Jünd. Das heißt, das Himmelreich, die Ewigkeit, die steht, wo das Todesreich ist, der ist getrennt. Für die Säule und für die Ansäule. Für die, die gerade sind und für die, die nicht gerade sind, der ist getrennt.
Wenn wir dann über den Lazarus schicken, von ihm steht geschrieben, da wir ein Urm am Mond, et wollt nicht wie Urm. Wir wollten auch nicht ab eine Familie hothaft, wir wollten auch nicht, warum hei Urm gewasst ist. Das gibt Menschen, die beschuldigen andere, wenn die Urm sind, und die sagen, die haftet nicht besser gewollt, die ist selbst schuld. Das kann sein, dass wir das eine Schuld Urm sind. Das kann aber auch sein, dass da was anderes kommen wird. Hier, wie ein sehr reicher Mann, dann haben wir ab einem Tag Urm. Seine Tschinja, sein Feu, sein Lohn, alles wird ihm genommen, auch seine Gesundheit. Haben wir ganz Battle Urm, haben wir da nicht Schuld an. Das kann sein, dass da eine gewisse Schuld ist, vielleicht sogar von Menschen. Das wird hier nicht gesagt. Aber was uns wichtig sein soll, sein Nomen wird betätigt. Sein Nomen steht in der Bibel. Es steht geschrieben, Lazarus, wie ein armer Mann. Was bedeutet sein Wort? Weil in der Bibel haben ja den Nomen besondere Bedeutung. Ja, die Bibel, die wisst uns Nomen, wo wir dürfen hinhorchen, da redet Gott, das ist ein Nomen. Was bedeutet Lazarus? Junges, wollt ihr das? Kannst du besinnen? Nee? Lazarus hat so viel, Gott hilft. Wir können das so übersetzen. Lazarus hat so viel, Gott ist meine Help. Er redet mit Gott in seine Umhut. Er weiß, dass hier, wo er sie, ist Gott. Und er redet in seinem Leben, dass Gott am helfen wird. Wer will freiwillig umsenden? Kein Mensch. Aber hei wie um? Was soll hei nu dünnen? Sie nomen, die sagt uns sehr viel. Aber ich will hier ein klein bisschen aufgehen von Lazarus und will die einmal diese Frage stellen. Was dreist du für nomen? Nicht Peter oder Reuter. Was für nomen dreist du in dieser Welt? Als die Jünger in Jesus kommen und am Seien, wir sind sehr dankbar, die böse Gäste sind uns ungedun, wir haben große Wunder in deinen Namen. Sagt Jesus, darüber brauche ich nicht freuen. Worüber sollen sie sich freuen? Dort ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Dort ist ein Grund zum Freude. Liebe Töchter, wie heißt du von dir? Ist dein Namen im Himmel geschrieben? Vielleicht sagst du, kann ich das wollen? Ja, das machst du wollen. Das machst du wollen. Ob die Namen im Himmel geschrieben sind, das machst du wollen. Schaut mal, die Bibel, die sagt uns dort, im Lebensbuch von Jesus, da ist ein Register. Und da sind die Namen binnen. In den Namen, dort ist auch unsere Lebensgeschichte. Bei Gott ist alles offenbar. Da sind wir nennen geschrieben, dann, wenn wir Jesus angenommen haben aus unserem Heiland. Und an dem Tag, wo wir Jesus annehmen als unseren Heiland, von dem Tag an weit wie dort ans Nomen steht da geschrieben. Kreiten dünnt wie um, wie wir was sind. Kreiten dünnt, wer daran schuld wir dort wie um sind. Wenn wir wollten, dass Jesus ans Heiland ist, dann bekennen wir auch, dass ans Nomen im Himmel geschrieben ist. Lazarus hat so viel, Gott ist meine Help. Ob Gott sagt, ich mein Vertrauen, et jehierte Gott. Sein Zustand an diese sieht, wir jedenfalls nicht im Aufjänzig sein. Wer will mit dem armen Tischen? Wer will in seine Schönen stehen? Wer will seinen Rock antreiben? Wer will sein Alldach teilen? China. Was bleibt am Eva? Was soll er tun? Er sagt auch die Gemeinschaft bei dem Regen, bloß er kann nicht nennen. Warum? Er wird arm. Und dann wird dort haben wir noch krank. Hier steht geschrieben, dass wir ganz voll schweren. Und dort kommt, wenn Menschen arm sind und wenn Menschen hungern, dann werden die krank. Meine Eltern haben eine Kriegszeit in Russland in den 40er Jahren, 1940, grüßlich gehungert. Sie wären nicht dort gehungert, aber die wären krank gehungert. Meine Mama hat keine Haare auf dem Kopf, dass wir bloß Blut rauf. Von der Lies, ihr Frieden. Armheit bringt Krankheit.
Armheit macht euch allein, einsam. Bei den Rechten, da sammeln sich viele. Aber wenn Menschen arm sind, dann bleiben sie einsam. Denk ein bisschen nach. Vielleicht ist sie von da einer, was da auch sagen wird, dass ich hier da nicht viel Geld haben. Vielleicht bist du auch einsam. Lazarus wie arm, heu wie krank, heu wie einsam. Heu wie so einsam, dass heu das Tellleut, dass die Huhn kommen in an seine schweren Lecken deuten, dass das ein klein bisschen leichter wird von der Weide. Auch bei Amstädt geschrieben, heu starf. Das hielt sich so an, als wenn sie ziemlich die Litte gestorben sind. Wir wollten das nicht. Und wo er gestorben ist, und vielleicht, ich muss nicht mal ein bisschen üt, ich denke, dass wir ruhig, wir können ja uns was vorstellen. Ich stelle mir das so vor, dem einzigen Mal, als die Diener von dem das ganze Freistück haben abgeriemt und das alles, was ewig blieb, rüttbrachen, das wasch zu bringen, und die gewandt werden, dass die Oma Lazarus an den Prachern, das gibt mir von den Träumen bet, so checken wir einmal, der ist nicht da. Wo ist die? Warum ist er von dort nicht gekommen? Dann sagen die Menschen, der ist tot. Der wird nicht mehr kommen. Wird Jörg China wieder geredet haben? Vielleicht hat ein und zwei, vielleicht drei von den Obersch ein ganz einfaches Sort gemacht von ganz unbehebelten Brüder und haben ihn begruft. Aber das steht hier nicht geschrieben. Also dort wäre für Lazarus nicht mehr so wichtig, ob dort im Begrafnis wer kommt, ob der vielleicht wer gehielt hat oder nicht, das wollt wir nicht. Das wäre alles nicht mehr wichtig. Wenn wir einmal so in diesem Unterschied, bei dem Rhythmus steht geschrieben, er starf und ward begruft. Aber bei Lazarus steht geschrieben, er starf und er ward von den Engel Gottes in das Todesritt gebracht. Und hier ist dieser Bilderspruch, da steht geschrieben, er ward an Abrahams Schoß gebracht. Das heißt, er wird günstig bei Abraham. Und Jesus redet das zu den Juden. Und für die Juden wie Abraham, das wird das geratzt. Abraham wie ihr Glaubensvater. Nur Abraham schäden sie üt, ab Abraham vertrüden sie, sie beraubten sich ab Abraham. Sie sehen, wie sind Abrahams Tschänger. Wir sind scheinbar nicht irgendwo fürs Glauben gewas, wie hier unter Abraham. Und da wäre Bruch Jesus das hier und sagt, das Oma Lazarus, was an das sieht, keine Beachtung hat, was an das sieht, nichts anderes hat als Gemeinschaft mit den Hunden für dir. Als er gestorben wird, dann wird er von den Engel Gottes in das Himmelreich gedrückt. Nur Abraham, in Abraham seine Nähe. Von Lazarus wird nichts mehr gesagt. Allein diese Wahrheit, dass Lazarus an Abraham seine Schuld sagt, ganz die Bibel Abraham wir, allein diese Utsei von der Heiligen Schrift, die lässt uns erkennen, da wird die Seiligkeit vollkommen. Von den Engeln Abraham eine Schuld gesagt wird, da wird die Seiligkeit vollkommen. Von ihm lesen wir nicht mehr, dass er einen Wunsch hat. Er hat keine Gebrache mehr, er hat keine Krankheit mehr, er hat keine Einsamkeit mehr, er wird von keinem Utgestalten mehr, er wird angenommen. In seiner Lebensentstellung, dort er sieht, Gott ist meine Halb, er sagt mein Vertrauen, ob Gott mir helfen wird, dort wir in Erfüllung gekommen. Sein Glauben wir nicht zu schauen geworden. Sein Nomen hat dort bestätigt, was er geläuft hat. Liebe Teure, dort wo du von dort so oben geläuft hast, dort wirst du kein Ewigkeit sein. Nur deinem Glauben wirst du gerat, oder nur deinem Unglauben wirst du nicht gerat worden. Lazarus hat sein Glauben auf Gott gerichtet und er hat sein Vertrauen auf Gott gesagt. Nur wie er an Jan sieht, wie er eine vollkommene Seligkeit angekommen. Nur redet er nicht mehr von einem, was nichts gesagt hat, was er sagt, bloß Abraham jeft uns ein Zeugnis. Abraham sagt zu dem rechten Mann, als der sagt, schickt doch Lazarus, dass er dem Finger im Wasser soll tauchen und meine Lippen einmal beschmieren, dass meine Lippen nicht so brennen. Nun stell, wenn es das einmal fährt. Als sie an das sieht werden, dann schämmert am dort nicht, dass Lazarus da lacht.
dann hat er nie eine Gedeihträne Lazarus in seinen Hüsen enthalten. Nun wäre ihm das nicht mal ehrlich, dass Lazarus mit einmal am Anfuten wurde mit seinen Fingern. Und dann redet Abraham. Abraham sagt, weißt du was? Du hast deine Gäste da gehört. Und du hast alles gehört, solange du da bist. Lazarus hat nichts. Nun wird Lazarus getröstet. Liebe Freund, wenn wir uns vertrauen auf Gott sagen, jeder Tag, jeder Stunde, jeder Augenblick, dort wir mit Gott rechnen, dann weiß wir, warum die Bibel sagt, wir haben einen Gott allen Trostes. Dann kann es leicht gehen, dann kann es schwer gehen, dann kann ich Geld ausgekommen und entkommen haben oder wenn ja, dort ändert dort nicht. Wenn wir uns vertrauen auf Gott sagen, dann haben wir einen Gott, der das Trösten tut. Das ist sein Wort, das ist sein Geist. Und dann noch ein Allerewigkeit. Der Tröst an Janne sieht, ist ja noch einmal ganz was anderes als dort, was wir von dort aus Gott sein Tröst kennen können. Also Lazarus wird getröstet. Als der reiche Mann dann sagen, dann schätze einem oder schätze einem von dem Döden Rich, schätze ne meine Brüder, dass die dann sagen sollen, dass sie nicht in diese Stadt kommen, dass sie sollen Buße dönen, dass sie sollen geraten werden. Der reiche Mann, der verstand mit einmal, was Buße wie. Tausende Menschen rannen durch diese Welt und die lachen darüber, wenn sie das Wort hören. Und sie verstehen überhaupt nicht, was das bedeutet. Wer soll denn Buße dönen? Wer soll sich bekehren? Dann sagen sie höchstens noch, es wird für diese Art kommst du denn? Zu mir sagt mal eine Frau, wer soll sich von dort denn noch bekehren? Wer redet davon? Lazarus weiß ganz genau, was Buße ist. Solange aus er in dieser sieht wie, schien das zu hören, wissen nicht, was Buße wir. Heute schauen doch nicht Mose und die Propheten. Aber als er ist da, dann wissen wir, was Mose gesagt hat. Und dann wissen wir, was die Propheten gesagt hat. Wir wissen auch, wer Abraham wir. Wir brauchen dann keine deutlich machen. Abraham sagte, haben sie Mose und die Propheten nicht hören. Da wurden sie nicht hören, wenn einer von den Deutschen absteht. Das geratste es anderen auch zu schlingen. Das ganze Problem, das ganze Elend, was wir sehen, und diese zwei Personen, und diese zwei Männer, das ist unsere Einstellung in dieser Welt, solange als wir ohne Gott leben, ohne Bekehrung, ohne Glauben, ans Nomen nicht im Lebensbuch geschrieben ist. Wir haben keinen Trost. Ans Leben geht das Rand auf, ans Leben wird aufgeschlagen und dann gehen wir eine ewige Verdammnis nennen. Dort sagt das Wort. Das andere sieht es aber, wenn wir in unserem Leben, bei dieser Notentät, was wir haben, so tätig als es geht, Gott seine Hand gerieben. Gott seine Hand ist ausgespreit. Gott seine Hand ist durch. Und Jesus Christus, er hat Jesus gegeben in dieser Welt. Und Jesus sagt von sich selbst, et sie die Wahrheit, et sie die Wahrheit, et sie das Leben. China kommt im Vorder ohne mich. Wir brauchen Jesus Christus. Und Jesus sei wie getröstet. Und Jesus habe einen Nomen, der da blieben wird. Dann geht es nicht mehr an meinen irdischen Nomen. Dann geht es darum, dass ich weiß, Jesus, das Lamm Gottes, was der rechte Hand Gottes ist, der wird mir einen Nomen geben, was auf meine Stirn wird geschrieben sein. So sagt uns die Offenbarung. Das ist das Geheimnis, was wir haben. Das ist die Not, was wir haben, wenn wir an Jesus glauben. Wenn Gott in unserem Leben Gott geworden ist, wo der Tag geworden ist. Aber wenn nicht, dann gehen wir uit eine Düsternis und die andere Düsternis nennen. Und die Bibel sagt, die äußerste Finsternis. Und das geht nicht um physische Düsternis, wo wir noch sehen, das geht um die moralische Düsternis, das geht um die geistliche Düsternis. Die Bibel sagt, weit auf, ferne von dem Angesicht Gottes. Wenn wir bloß von oben würden schicken, dann würden wir sagen, alle Arme kommen im Himmel und alle Rechte gehen verloren. Stimmt das? Wird das so sein? Nein. Nein. Lazarus wird nicht im Himmel oder bei Abraham, weil er arm wird. In der Rechte Mann wird nicht im Dödenrecht für die Ansäule, weil er Rechte wasst wird. Dort wird nicht dort. Bloß ihr Leben auf dem Boot, ihre Einstellung zu Gott.
dort oben wird er leben. Der reiche Mann wird kein Nomen nicht haut bei Gott, ab jeden Jahr, aber bei Gott nicht. Häuser sieht vertrühen, ab dort wird heute tun hat. Ich wollte nicht, vielleicht hat er alles von seinem Großpapa oder von seinem Papa geerbt. Vielleicht hat er auch das Arbeiten dort verdient. Kann ich auch sein, kann man nicht verstehen, aber vielleicht. Das wollte ich nicht. Aber eigentlich ging es darum, dass Jesus wiesen hat, da wird an dem Ort von der Ansage es, der es da nicht will, er rät wird. Der es da durchhalten, weil er Gott seine Hand nicht gesehen hat. Weil er Gott seine Hand ausgeschlagen hat. Der andere aber hat Gott seine Hand gesehen. Er hat ihn gerieben. Und er sagt, Gott ist meine Help. Ab ihm sollte ich mein ganzes Vertrauen. Liebe Teuerer, wie alle, wir brücken Gott. Er sagt ab am Anfang. Wir brücken Licht. Wir brücken das Licht an Jesus Christus. Und das gibt keine Radung Büte an. Und das gibt keine Säuligkeit Büte an. Und wenn wir hier bei dieser Zeit solange als wir ans Leben haben, wenn wir hier nicht zu der Klarheit kommen, wenn wir hier nicht zu der Bekehrung und Wiedergeburt kommen, dann wo wir dort an Jan ziehen, zweimal, weil du es nicht zu ändern. Und Jan zieht jetzt nicht mehr zu ändern. Abraham sagt dem Mann dort, du es nicht mehr zu ändern. Nun jetet bloß über das Deutenrecht von der Ansolje, jetet bloß nach einer Eugeverdammnis nennen. Dann, wenn der Jan Dach wird sein, wo das Recht wird geäuft worden von Gott. Aber für den Jan wird er vertrauen, ab die Gnade gesagt haben, an Jesus Christus. Wird er Leben Jesus anvertraut haben. Schaut mal, in dort, wo wir so sind für Gott gekommen, wo wir gesagt haben, an mir es nicht gödet, et sie Bartel an mir es nicht gesundet, et sie krank, Jesus krank. Bat ab ein Knorkes, bat ab mein Hort, bat ab mein Gewissen, bat ab meine Gedanken, sie sind krank. Das sind Schweren, das Schwert, das mit Teebennen, das ist das Bild für die Sünde. Dann wurscht Jesus ans Rein mit seinem Blut. Wer seine Sünde bekannt, dann ist Jesus trü in gereicht und er verzeiht uns alle an seine Sünden. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Seht ihr mal, Jesus macht uns jästlich gesund. In dort, wo wir jästlich umgeworden sind, in an Jesus alles gefunden haben, da wo wir ewig seelig leben. Aber da wo wir in dieser Welt rich an uns selber sind, wir brücken nicht unbedingt $1 Million haben. Viele Menschen haben bloß $100 und meinen, dass sie in ihrem Horten doch rich sind. Sie leben an sich, sie vertrauen sich selber und sie leben aus sich selber. Solange als wir rich an uns selbst sind, mit unserer Gerechtigkeit, mit unserer Selbstgerechtigkeit, mit unserem Glauben und Religion, wo wir in aller Ewigkeit leiden und sterben. Wählen mit wie? Gott hat dich wohl getroffen. Gott hat dich wohl getroffen für die in mir. Gott will haben, dass jeder einer von uns soll gerad sein und gerad werden. Wie man wählen? Weil wir teuer, wenn du von dort mit großer Gewissheit sein kannst, ich wollte mir Namen steht im Lebensbuch geschrieben, dann will der Jesus Gottes die Mut machen, dein Leben ganz Gott Hand zu geben. Im Vertrauen auf seine Gnade, Schritt für Schritt. Und wenn du von dort ein Angewissheit bist, dass du nicht weißt, wo du hingehst, dass du nicht weißt, wo du hinkommen wirst, dass du nicht weißt, wo du stehst, und wenn du an die deine Sünde sitzt, und wenn du an die deine Schwachheit sitzt, in deine Krankheit, dann sagt Jesus, Matthäus Kapitel 11, 28, alle, die da müde sind und beladen sind, kommt nicht mehr. Ich will ihn erquicken. Die Gnadentit ist da. Wir wollen ihn nicht abmachen, aber von dort ist er da. Und hier in dieser Versammlung, wo Gott sein Wort gepredigt wird, da ist der Geist unter uns. Und er schafft an uns. Ola. Der Geist Gottes schafft an uns. Und darum sagen, darfst du von dort so oben diese Entscheidung treffen. Ob du jung oder alt bist, du darfst diesem Schritt dönen, nur Jesus. In einem Leid sehen wir, Jesus nimmt die Sünder an. Amen.